Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session. Mein Name ist Dennis Czarnacki, Programmatic Specialist bei der IQ Digital und ich gebe euch heute einen kurzen Rundumblick zum Thema Programmatic Guaranteed. Wir wollen heute die Fragen klären, was Programmatic Guaranteed eigentlich nochmal ist, warum das Feature für den programmatischen Einkauf relevant ist und warum ihr es bei uns der IQ Digital auch umsetzen solltet. Und an dieser Stelle steigen wir auch schon ein. Generell unterscheiden wir im Private Marketplace drei Einkaufsarten. Einmal die Private Auction, Preferred und Guaranteed Deals. Die Unterscheidung zwischen den einzelnen Dealarten findet zum einen auf der Ebene des Preistypen statt, zum anderen in der Verfügbarkeit bzw. zeitlichen Limitierung des Deals oder auch in der Abnahme einer bestimmten Menge an Ad Impressions. Welche Dealart letztlich eingesetzt wird, hängt ganz von der jeweiligen Kampagne ab. Gerade Kampagnen, die mit einer hohen Planungssicherheit verbunden sind, hinsichtlich Auslieferung, Konditionen und stark nachgefragter Zielgruppen, sind mit Guaranteed gut aufgehoben. Guaranteed zeichnet sich auch dadurch aus, dass Inventare im Vorfeld einer Kampagne reserviert werden können und innerhalb eines definierten Zeitraums maximal priorisiert mit einem Fix-TKP ausgeliefert werden. Das Produkt gibt damit schon das Versprechen ab, das geplante Kampagnenziel zu erfüllen. Die Garantie läuft immer mit einer vorherigen Reichweitenabfrage einher. Das Setup von Guaranteed-Kampagnen findet immer auf einem maximalen Transparenzlevel statt. Der Einkäufer hat die Einsicht über die hinterlegte Laufzeit, Konditionen, belegten Formate und die Inventare. Vor dem Start der Kampagne verschickt der Verkäufer das Proposal mit den vereinbarten Rahmenbedingungen, dessen der Einkäufer nur zustimmen muss. Die Kampagne startet, sobald alle Creatives angehangen sind, zum festgelegten Startdatum und endet automatisch eben auch zum festgelegten Enddatum. Eine Überlieferung oder Verlängerung findet ohne die systemische Freigabe durch den Einkäufer nicht statt. Während der Kampagne hat der Einkäufer immer die Möglichkeit, den Auslieferungsstand einzusehen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass Programmatic Guaranteed sich in Teilen ähnlich einer I/O-Buchung verhält. Das mag vielleicht auch stimmen, allerdings gibt es dann doch weitere Unterschiede. Beispielsweise, wenn es um die kaufmännische Abrechnung geht, findet diese doch zwischen DSP und SSP statt. Selbst der Einkauf von Inventaren bei verschiedenen Publishern und Einsatz weiterer Features in der DSP laufen letztlich in einer Rechnung zusammen. Zudem ist der Einsatz eigener Daten zur Zielgruppenerreichung möglich. Programmatic Guaranteed lässt sich auch mit anderen Strategien in der DSP verknüpfen, gerade wenn man in Richtung Retargeting denkt. Darüber hinaus können Creatives flexibel und kurzfristig ausgetauscht werden, ohne die Kampagne lange zu pausieren. Der Einsatz von Programmatic Guaranteed bietet bei IQ Digital aber auch noch weitere Vorteile. Beispielsweise können viele unserer Sonderwerbeformate eingesetzt werden, die in anderen Dealarten so nicht möglich sind. Hier ein paar Beispiele. Gezeigt wird hier einmal die Double Sidebar. Dann einmal das Brand Value Add. Oder auch unseren standardisierten Mobile Interscroller. Natürlich sind auch viele weitere Formate möglich. Auch der Einsatz unserer Premium-Daten bzw. Targetings wie User Involvement oder B2B sind auch verfügbar. Da wir uns hier im Private Marketplace bewegen, ist das Inventar natürlich immer Viewability optimiert und kann transparent reported werden. Leider muss ich mich auch schon an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen und Anmerkungen könnt ihr uns wie gewohnt erreichen. Heute auch ausnahmsweise über WhatsApp. Die Nummer ist hier auch direkt eingeblendet. Damit sage ich, bis gleich!